Hiermit haben Sie den Abschluss unserer Einführung zu OER für Lehrkräfte erreicht. Ich empfehle Ihnen unser Abschlussquiz. Falls Sie zu Beginn des Kurses schon das Auftaktquiz bearbeitet haben, werden Sie sich vielleicht an die eine oder andere Frage erinnern. Es handelt sich nämlich um dieselben Fragen. Ich hoffe, Sie haben in den vorherigen Kapiteln einiges über OER gelernt, sodass Sie jetzt mehr richtige Antworten als zu Beginn des Kurses erzielen. Sie kennen damit die Grundlagen, um selbst Materialien unter freier Lizenz, also OER, suchen, finden, einsetzen, verändern und auch weitergeben zu können. Beim Thema OER ist es so wie bei ganz vielen anderen Fragen professionellen Arbeitens auch. Wenn man die Grundlagen kennt, kann man gut in die Praxis einsteigen und während man das Wissen dann anwendet, entstehen neue Fragen. Meine persönliche Empfehlung deswegen, setzen Sie sich ein Lesezeichen für unser vorheriges Kapitel. Das war das Kapitel mit den hilfreichen Linklisten für Materialien, für Vertiefungen und Anlaufstellen rund um OER. Sie müssen das nicht alles kennen, bevor Sie praktisch mit OER arbeiten können. Wahrscheinlich ist sogar das Gegenteil richtig. Vermutlich können Sie sogar zielgerichteter Ihr Wissen vertiefen, wenn sich Ihre Fragen aus Ihrer konkreten Arbeit heraus ergeben. Noch eine zweite persönliche Empfehlung. Bei Open Educational Resources geht es nicht in erster Linie um kostenlose Materialien und um urheberrechtliche Fragen, sondern um neue Formen der Arbeitsteilung und der Zusammenarbeit. An Orten, wo OER besonders hilfreich für die Praxis ist, geht das offene Material Hand in Hand mit einer Kultur des Teilens. Und zwar nicht nur ein Teilen von Materialien, sondern auch von Erfahrungen und Einschätzungen von Fragen und Antworten. Schauen Sie doch einmal in Ihrem Umfeld, ob das jetzt in der Schule ist oder im Twitter-Lehrerzimmer, ob Sie nicht Ihre OER-Vorhaben oder Ihre OER-Fragen mit anderen teilen wollen. Für Lehrkräfte in Niedersachsen gilt, bei Fragen zu diesem Thema können Sie sich auch gerne an die medienpädagogische Beratung oder an Ihr Medienzentrum wenden. In diesem Sinne, alles Gute und auf Wiedersehen, Ihr Jöran Moos-Mehrholz. Thank you.